Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum from Steamworks and Magic Obscura oder so irgendwie. Das letzte Mal haben wir hier rund um Ashbury begonnen, Kleinigkeiten zu finden und zu suchen. Und wir haben ein Ancient Shipwreck uns angesehen. Und ich muss zugeben, es war dort nicht wirklich was. Ich kann mich erinnern, wir hatten da diese bei den Elven Ruins sollen wir etwas finden für irgendeine Frau aus Tarant. Und es gibt hier auch noch einen Ancient Temple. Vielleicht finden wir da einen von den alten Göttertempeln. Gehen wir zuerst dahin oder zuerst dahin? Und das Lair of Belerogrim ist auch interessant. Das brauchen wir auch für irgendwas dann später noch. Aber da schauen wir vielleicht jetzt noch nicht rein. Schauen wir zuerst in die Elven Ruins. Dann gehen wir weiter zu dem Tempel. Dann nach Tarant. Schauen, ob wir diese... Oder nein. Dort sollen wir ja was mitnehmen von den Elven Ruins. Gehen wir zuerst zum Ancient Temple. Schauen wir mal. Ja, weil zu dieser einen... Okay. Vielleicht nur ein bisschen lauter drin. Okay. What? Who are you? Has it been so long that you don't recognize your old nemesis? Ich hoffe, ihr hört's denn. Ah, you must be Aronnax. Nein, überhaupt nicht. Wir können nur einfach deduzieren. Okay. Und was für eine Message? Whether you are the living one or not, whether or not the coward Nasruddin hides in your bones or still rots in his grave, the inevitable will still come to pass. Okay. I am returning. It has already been set in motion, and there is nothing you can do about it. I am returning, and all will fall before me. Everyone you know. Everyone you know. Okay. Wait, I have nothing to do with this. Leave us alone. You bastard. Face me as a warrior. Eigentlich haben wir nichts damit zu tun. Do you yet understand? Na super. No one is safe, traveler. No. Aronnax! Remember and tell the world. Aronnax is returning to our kingdom, and nothing, nothing will ever be the same. Farewell. Na super. Autsch. Das war gruselig. Vielleicht kommt der erst, wenn man einen gewissen Gutheitslevel hat oder überhaupt von einem Level her ist. Bis jetzt haben wir den noch nicht gesehen, oder? Stop Elf. If you want live, you give us coin 200. Ja. And if I won't pay, give us coin or die. Alright, here you are. Wir könnten ihm das Geld geben. Okay. Lassen Sie nicht gelten. Vielleicht sollten wir uns geschickter machen vorher. Wir
Könnten die bitte anders ausschauen als... Ein Rusty Sword ist nicht wirklich etwas, was wir unbedingt brauchen. Ja. Aber Geld nehmen wir gerne. Wir sollten gegen die ohne... So, na schauen wir mal. Ancient Ruins. Oder ein Ancient Temple? Nein, Ancient Temple, glaube ich, ist das. Okay, wenn das so ist, dann hallo, könntest du bitte draufschlagen? Da gibt es Stiegen runter. Naja, Stiegen sind Stiegen. Vielleicht sollten wir dazwischen speichern mal. Wir speichern mal. Schauen wir mal. Schaut das da so aus, als wäre es größer. Mal schauen, schon fast so aus. Ah, nein, so groß ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Was sind das für seltsame Sachen am Boden? Ein Geier mit Schwertern? Interessant. Skelette haben ja doch Geld. Okay, links, rechts. Da ist ein Skelett, oder? Bone Butcher. Ah, ist Level 15. Good show, sir. Okay, die sind stärker als man denken würde. Die sind nur Level 15 und können mich so hin zusammenhauen. Das gefällt mir nicht. Das wird dann erst ganz am Schluss sein von diesem. Warte mal. Vielleicht sollten wir jetzt erst da gehen. Freunde, irgendwie. Huch. Wo ist da jetzt was?
Ah. Was ist das? Ein Tattered Bowman. Na dann. Okay, wir können ihn nicht sehen. Aber jetzt. Ist da noch einer? Nö. So, gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, dort ist ein Dead End. Schauen wir uns zuerst das Dead End an. Nein, da ist kein Dead End. Mist. Ich dachte. Wieso? Ich frage mich gerade, warum mein Spiel derart laggt. Das ist so ein uraltes Spiel. Das sollte doch nie im Leben so sein. Normalerweise sollte das laufen wie eine Einser und nicht so ruckeln. Verstehe ich echt nicht. Muss irgendein Problem in dem Programm sein oder in der Umsetzung. Das ist ja schließlich eine Neuadaptierung von dem Ganzen. Mit Gebrüll. Sehr gut. Ah, da haben wir. Da haben wir aber viel. Na gut, dass ich noch nicht volle Wäsche draufgehaut habe. Ja, genau, stellt euch nur genau in eine Reihe, das ist supi. Das hilft mir doch ein wenig. Yes, alle in einer Reihe, komm, stell dich da her. Putrid Walker. Na gut. Kann man die nicht angreifen? Ah, wir sollten das so machen.
Au, 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 au. Das gefällt mir aber gar nicht, gar nicht. So, ich bin nicht feig, ich heil mich nur selber. Hörst du auf mich zu hauen? Okay. Schütze. So. Und Geld. Geld? Doch nicht mehr Geld. Auch kein Geld. Schade. So. Vielleicht sollten wir dazwischen wieder mal speichern. Aber das ist wirklich hier ein Dead End. Hier geht es wirklich nicht weiter. Da hinten ist noch einer. Doch kein Dead End. Verdammt, da geht's ja noch urweit. Da ist ein Tempel. Gefunden. Das ist eine Spinne, eine Level 3 Spinne, mit der soll sogar ich fertig werden. Oder auch nicht. Na super. Blöde Spinne. Ein Rubin. Die brauchen wir für den Torque-Tempel. Das heißt, das muss man aufheben. Den Torque-Tempel muss ich nämlich noch machen. Flows like a shadow over the ground. Dark eyes waiting, watching. Dark hands waiting, watching. Aged ancient Murindal, god of the falling night, shadows spill like blackest ink over all that's new and bright, beautiful like black diamond, like your soul, both dark and deep, dark eyes waiting, watching, dark hands waiting, watching. Okay, das ist der Murindal Tempel. Das ist der Mondtempel, genau. Den muss man nach den vier dunklen Typen machen. Haben wir da das Buch über die Götter?
Der gehört zu den. Zuerst machen wir die Noble Lesser Gods. Dann machen wir die Darker Lesser Gods. Nein, Noble Lesser Gods, dann machen wir Halcyon. Den God of Truth. Dann machen wir die anderen. Dann kommt Morindal. Das heißt, der ist erst der sechste. Irgendwie müssen wir uns müssen wir uns hinschreiben, dass da der Morindal-Tempel ist. Wie soll ich man das merken? Dann kommt Kaitan, God of Balance. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, muss man das nochmal anschauen. Aber immerhin kennen wir jetzt den Morindal-Tempel. Was gibt es da noch? Mehr Tote. Oh mein Gott. Speaker of Evil. Foul Spirits. Vielleicht hätten wir doch abspeichern sollen. Tethered Bowman ausgezeichnet. Den scheinen wir auf diese Art und Weise zu killen. Sonst dürfte uns noch keiner bemerkt haben von denen. Okay, ich glaube, wir müssen abspeichern, bevor wir irgendwas anderes machen. Gecheckt. Ja, offensichtlich. So. Na komm schon. Du musst mich doch sehen. Schon beinahe im Licht. Noch ein Schritt weiter gehe. Holen wir meine Leute raus. Ja, genau, renn vor, hast schon recht. Idiot. Genau, renn nach rückwärts, hast schon recht, das ist klug. Ich glaube, es hat uns noch kein anderer gesehen von denen. Gut. Können wir noch einen hier locken? Den dritten Bowman vielleicht noch. Das Glück kommt er auch da nach hinten. Gut, dann speichern wir jetzt nochmal ab, bevor wir zu diesen richtig fetten, dicken Typen gehen. Ich habe Angst vor denen, die schon böse aus. Den letzten Kampf gegen so große haben wir nicht gewonnen.
meine, wir müssen nicht gegen die gewinnen, weil wir haben ja schon den Tempel gefunden. Aber das ist eine schöne große Kiste. Große Kiste. Schöne Kiste. Und wir machen das, was wir am besten können. Wir laufen davon. Sind die schnell? So, haben wir da schon irgendjemanden getroffen? Speaker of Evil haben wir getroffen. Master need more practice. Na super. Können wir die überhaupt treffen? Die schauen so incorporeal aus. Was habt ihr jetzt gemacht? Der hat sich schön gezaubert. Ah, der hat ein Skelett heraufbeschworen. Na super. Na hey. Hörst du da auf? Au. Könnten wir die auch treffen, bitte? Ah ja, okay. Jetzt ist die Zeit für den Fire. Ich hoffe, ich habe hier den Typen getroffen und nicht unsere. Schon noch. Hörst du auf? Okay, also das erste Viech ist hin, das zweite Viech ist auch hin. Meine Zaubersprüche bringen es voll. Der Feuerball ist ein Wahnsinn. Vor allem finde ich super, dass ich... Machen wir überhaupt irgendeinen Schaden dieser Dings? Das ist gut. Heil zuerst dich. So. Gut, wir haben das geschafft. Nur wir sind ja doch nicht so schwach.
So, jetzt ist da wahrscheinlich irgendeine Falle, die bringt mich um. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Eine arkane Kiste. Temple of the Darian Ka. Klingt gut. 1000 Goldstücke. Ein Emerald Necklace. Und ein Unidentified Sword. Das schaut gut aus. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Vielleicht auf der anderen Seite. So, wir sollten auf jeden Fall wieder abspeichern. Wir haben ein super cooles Schwert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das einem von meinen Typen geben soll. Wer weiß. Ob es nicht verflucht ist und wenn der das anzieht. Okay, dann haben wir die Sachen aufgehoben in letzter Zeit offensichtlich. Da tagt das auch. Das kannst du auch tragen. Ja, nimmt es auf jeden Fall nicht in die Hand. Offensichtlich ist das Ding, was er zur Zeit trägt, besser. Viele tote Knochen. Da geht es offensichtlich nicht weiter. Aber da könnte es weitergehen. Geh mal da hier. Putrid Walkers. Ah, noch eine coole Kiste. Was ist das für eine Gore Guard? Die waren letztens schon ziemlich mächtig. Immer vorsichtig sein. Super. Tja, das dazu. Ah, die sind zu weit auseinander. Verdammt. Wir müssen näher zusammen. Damit das mit dem Feuerball besser funktioniert. Huch. Nicht so nah an mich ran! Au! Bist du irre? Der haut drauf.
Ha, ausgezeichnet, und wir sind noch ein Level gestiegen. Hörst du auf, mich zu hauen? Ein Critical Hit, das ist gut. Dieses Monster ist tot. Ja, ich glaube, das reicht so. Der ist jetzt nicht so stark. So, machen wir den noch tot oder steigen wir zuerst auf? Steigen wir zuerst auf, was soll's. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen Willpower auf 18 und Charisma auf 18. Machen wir die Willpower zuerst auf 18. Die bringt nämlich auch Lebenspunkte. Sollten ein bisschen vorsichtiger sein, wir haben nämlich zurzeit keine Fatigue-Punkte. Ich glaube, Fatigue heißt das. Das sind nur noch ein Skelett und ein Ach, das ist immer ein Lesser Skelett. Ja, ich bin stunned. Das habe ich gut gemacht. Das Schwert in der Hand. Ja. Gut. Noch ein Temple of the Darian Car Library Key. Schau was an. Was wir für Schlüssel haben. Da geht es ja noch urweit offensichtlich. Was haben wir da? Noch ein letztes Skeleton. Ich glaube, das können wir auch so besiegen. So, ich glaube aber für heute mache ich Schluss, Herrschaften. Wir machen das jetzt schon lang genug, bevor wir da weitermachen. Das ist offensichtlich größer hier, als ich dachte. Naja, und für das, dass das nur irgend so ein Dungeon ist, der mittendrin einfach steht, eigentlich nicht schlecht. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.